HANEF Profil wird Ihnen präsentiert von der Heidelberger Druckmaschinen AG. Ein zuverlässiger Partner, weltweit und in der Metropolregion Rhein-Neckar. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von RNF Profil. Mein Gast heute ist ein typischer Deutsch-Italiener, wie viele heute Mit-40er in der Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Sohn der ersten Gastarbeitergeneration, emotional hin und her gerissen zwischen der Heimat seiner Eltern und seiner eigenen Geschichte, die in Mainz und jetzt dann schon seit vielen Jahren in Mannheim spielt. Hier ist er groß geworden. Hier hat er sich als Dachdecker, als Türsteher und Fensterputzer durchgeschlagen und dabei nie das gefunden, was ihm wirklich etwas gab. Bis er nebenbei das Fotografieren entdeckte. Das packte ihn, das brachte er sich mit Ausdauer und Ehrgeiz selbst bei. Er lernte viele Künstler kennen, arbeitete mit ihnen und ließ sich kreativ inspirieren. Zum Durchbruch verhalf ihm aber ein außergewöhnliches Projekt, Bilder gegen das Vergessen. Sein Team und er porträtierten 200 Überlebende der nationalsozialistischen Verfolgung und präsentierten die vielbeachtete Ausstellung erstmals 2015 in Mannheim zum 70. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager. Diese beeindruckende Installation großformatiger Schwarz-Weiß-Porträts geht seither um die Welt. Und sie prägt ihn, den Fotografen und Filmemacher Luigi Toscano. Ich bin gespannt auf das Gespräch mit ihm hier in RNF Profil. Herzlich willkommen. Hallo. Das haben wir jetzt ein Jahr lang sozusagen vorbereitet, aber Sie sind viel, viel unterwegs. Und ich komme zu dem großen Projekt. Aber so der Blick zurück zunächst mal, das war ja in der Tat keine einfache Zeit, wenn man sich so ein bisschen erinnert, in den 80ern, in den 90ern, als junger Deutsch-Italiener aus einfachen Verhältnissen, da einen vernünftigen Job zu finden, Millionen von Arbeitslosen, Millionen mehr als aktuell noch. Es gab große soziale Probleme, Mannheim war noch wirklich die Arbeiterstadt. Können Sie sich denn noch erinnern, was Ihnen damals, nach den vielen Versuchen, sich durchzuschlagen, auch an Kohle zu kommen, was hat Ihnen den Kick gegeben? Wie sind Sie auf den Fotoapparat gekommen? Naja, das war ja noch in der Zeit vor den Handys, ne? ja, absolut. Also tatsächlich durch einen Zufall. Also ich bin in Mannheim, bin ich an einem Kaufladen vorbei und da habe ich eine Fotokamera gesehen und habe mir eingebildet, dass ich die haben muss und dass ich da fotografieren werden muss. Also, war das schon der Spiegelreflex? Es war noch damals analog und wie gesagt, die war im Angebot und dann fing eigentlich das Desaster an in dem Sinne, ja, dass ich einfach dann, wo ich dann die Kamera gekauft habe, und zwei Filme verschossen habe und das überhaupt nichts gewesen ist, ich so frustriert war, dass das überhaupt nichts geworden ist, dass ich da einfach ziemlich frustriert war. Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir leben ja heute auch so in dieser Zeit der Schnappschüsse, ne, der Selfies. Jeder markiert heute seinen Lebensweg ununterbrochen mit ungezählten Fotos. Das ist ja eine willens- und oft sehr sinnfreie Bilderflut. Und jetzt kommt ein Fotograf, der es dann plötzlich schafft, dass man irgendwie innehält, nachdenkt und das Bild auf sich wirken lässt. Das ist ja eine eigentlich Gegenbewegung zu dem, was wir im Moment haben. Jetzt haben Sie es auch dahin gebracht. Aber ein Stück weit ist das doch schon mutig, sowas anzugehen. Absolut. Also wie gesagt, mir war ja am Anfang gar nicht bewusst, was da passiert oder welchen Weg ich mit dieser Fotografie gehen werde. Und ganz wichtig ist mir bei meiner Arbeit, dass ich mir einfach auch gewisse Zeiträume einfach auch lasse, um eben einfach auch nach wie vor weiterzulernen, nach wie vor einfach auch mir Möglichkeiten zu erarbeiten, wo ich was verbessern kann oder wo ich was einfach auch vielleicht auch schöner machen kann. Ja. Was ist denn da aber in Ihrem Kopf gewesen? Weil Sie haben sich ein Fotoapparat gekauft, eine Spiegelreflexkamera gekauft, dann festgestellt, es taugt nichts, dann haben Sie angefangen, sich das technisch manuell beizubringen, mit viel Ehrgeiz. Aber so dieser, das ist ja wie beim Klavierspielen, man kann eine andere Sprache. Und jetzt fotografieren Sie ja mit einem anderen Auge, als das jetzt meinetwegen Lieschen Müller macht. Und wann kam das? Also
Sie haben schon recht. Am Anfang war ich da schon ziemlich naiv und habe gedacht, ich könnte sofort Klavier spielen sozusagen. Und dem war aber nicht so. Und das Schöne war, dass ich dann tatsächlich den Mut gefunden habe, mich an der Volkshochschule hier in Mannheim anzumelden und dort erstmal einen Grundkurs gemacht habe. Ja. Und es war insofern witzig, weil ich da also ich war der einzigste Mann von vielen Frauen gesessen. Und das muss ja nicht schlimm sein. Ne? Nein, also das nicht, aber das Spannende war eben, dass mein damaliger Dozent ziemlich, also zu mir kam und meinte, hey Toscano, du bist ein Talent, also du hast Talent, ja. Und hat mir vorgeschlagen, ob ich nochmal seinen Folgekurs besuche. Um das auszubauen. Das habe ich allerdings nicht gemacht, sondern ich habe mich wirklich mit den Grundlagen, die ich da gelernt habe, auf den Weg gemacht und eben angefangen zu fotografieren sozusagen. Und das war aber wohl ein ganz geschickter Weg. Da spielte sicherlich auch die Mannheimer Neckarstadt und die Szene, die multikulturelle Szene, die da ja sehr ausgeprägt ist, gut mit rein. Sie haben sich mit Künstlern getroffen, man kam mal zusammen einfach. Und haben dann, sind in deren Szene mit eingetaucht und haben dann angefangen, sie zu fotografieren. Also Bülent Ceylan, Leys Eldin, aber auch David Schmut und solche Dinge mehr, Thomas Siffling. Das war so ein bisschen, habe ich den Eindruck, auch die Werke, die da entstanden, so ein bisschen in einem Freundeskreis und auch von dem Freundeskreis wie so eine Wagenburg geschützt. Da konnten sie sich ein bisschen Reaktion holen. Wie kommt das an? Ist das richtig gedeutet? Absolut. Also es war tatsächlich so, dass, wie gesagt, mit den Anfängen einfach auch die Neugierde bei den Freunden entstanden ist. Und wahrscheinlich auch eine Wertschätzung. Absolut. Da sind ja richtig gute Werke entstanden dabei. Absolut. Und somit kamen sozusagen die ersten Aufträge sozusagen. Also Freunde haben mich dann gefragt. Ich kann mich noch erinnern, damals ist ja auch die Popakademie gegründet worden. Ich weiß noch, viele der Erstabsolventen kamen zu mir und haben mich gefragt, hey, wir machen gerade eine Platte, kannst du dir vorstellen, aber wir haben kein Geld. Aber sie hatten ja dann auch keinen. Ja. Aber was natürlich spannend war natürlich, dass ich da einfach auch eine gewisse Portion Idealismus einfach mitgebracht habe und habe gesagt, hey Jungs, das machen wir schon. Ja? Ich kann mich erinnern, da sind auch ziemlich witzige Sachen rausgekommen. Mhm. Ich erinnere mich noch an Mini Moustache, das war auch eine Band, die sich in der Popakademie gefunden hat und formiert hat. Und wir haben tatsächlich in Zusammenarbeit mit dem damaligen, nicht damaligen, sondern mit dem Benz-Museum in Ladenburg. Die haben uns, also der Herr Seidel hat uns alte Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Durften wir natürlich nicht bewegen, aber ja. Allein für die Kulisse und. Und die Fotos sind sensationell geworden. Ja. Und ja. Auch das Vertrauen, was uns Herr Seidel da entgegengebracht hat. Ich weiß noch, wir hatten da einen Oldtimer und da hatte ich ihn mal gefragt, was der wohl kostet. Und dann lieber nicht fragen. Hat er gesagt, also der ist nicht mehr, also der kann man nicht bezahlen. Ja? Ja, also der ist einfach. Ja, und das war eben so die Entwicklung, die da stattgefunden hat. Später halt auch gekoppelt mit den Projekten, die ich gemacht habe. Ich erinnere mich noch an 72 Stunden, die Serie, die ich da ins Leben gerufen habe. Istanbul, 72 Stunden, Mannheim. Genau, Shanghai, Teheran. Ja, ja. Und da hat es schon angefangen, eben eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wie gesagt, aber am Anfang war sehr viel Idealismus dabei. Gut, das ist so ein bisschen Selbstausbeutung hat ja jeder am Anfang. Aber wenn man den Weg sieht, und dann sind sie ja auch viel gereist. Also wer viel schaut, der wird auch neugierig. Ne? Mhm. Und wann war das dann so, dass Sie gesagt haben, Mensch, das ist es. Und ich gebe alles andere ab. Also tatsächlich habe ich mir am Anfang schwer getan zu entscheiden, wird das jetzt mein Weg? Ja, also ich weiß noch, die erste Serie, die ich ausstellen durfte damals, die hieß Colorblind und das waren tatsächlich meine ersten Grundlagen. Und witzigerweise hat der damalige Barchef vom Odeon Café, wo ich die Fenster auch geputzt habe, der hat die Fotos gesehen und der hat gesagt, hey Mensch Luigi, lass uns doch eine Ausstellung draus machen. Und habe gesagt, wie, was, eine Ausstellung? Und tatsächlich war das so der Startschuss sozusagen. Und
Aber für mich war noch nicht klar, das wird jetzt mein Weg oder das Was wird haben jetzt. Haben die Eltern dazu gesagt? Naja, die Eltern leben ja in Mainz, mhm, und das war dann für mich einfach klar, dass ich das machen werde einfach. Ja. Sie haben es denen nur mitgeteilt. Genau. Nicht genau als Frage, sondern als Ergebnis. Einfach festgestellt, dass ich das jetzt mache und das war spannend, ja. Sie haben dann aber relativ schnell auch erstens mal den Sprung zum Bewegtbild gemacht. Und auch geschafft, sicherlich auch suchend am Anfang. Mhm, und dann aber auch Porträts und Gesichter und Menschen erkannt. Da gibt es eine ganze Reihe von Geschichten, Heimat, Asyl, Vaterland, diese Stadtporträts, People are People und solche Dinge mehr. Die Faszination eines Gesichtes, was man so festhält, wo man so richtig reingucken kann, das ist ja auch was, was wirklich auch den Betrachter dann berührt, angreift. Ja, also ich finde Gesichter einfach sehr spannend, weil Gesichter können so viel erzählen. Die Gesichter sind gezeichnet, Gesichter drücken sehr viel auch aus. Ja, man kann sicherlich Situationen herstellen, aber man kann aber auch sehr viel beobachten. Und ich glaube, ich bin von Grund auf einfach auch jemand, der gerne beobachtet und furchtbar neugierig ist einfach. Die Frage ist Ihnen schon oft gestellt worden. Was war der auslösende Punkt für dieses große Projekt, das ja nach wie vor um die Welt geht und immer weiter, gegen das Vergessen? Also Sie haben im Prinzip denen ein Gesicht gegeben, die Todesmärsche, Verfolgung, Folter, Zwangsarbeit, das ganze Hunger, Leid, alles überlebt haben und die jetzt am Ende ihres Lebens stehen. Also die haben Sie gesucht überall, 200 haben Sie gefunden, weltweit. Wie kam sie auf die Idee? Sie waren ja nicht sie alleine, ne? Das war ein Team. Ja, ja. Also als ich Heimat Asyl ins Leben gerufen habe, das war ja auch also sozusagen mein Versuch, das erste Mal einfach auch Porträts in den öffentlichen Raum zu stellen einfach. Also mir ging es gar nicht darum, das Ziel zu verfolgen in die und die Galerie oder in das und das Museum, sondern tatsächlich Bilder in den öffentlichen Raum stellen zu dürfen, um eben einfach auch Leute darauf aufmerksam zu machen. Den Leuten direkt vor die Nase genau zu halten. Genau. Und das ich muss zugeben, damals als ich Heimat Asyl quasi auch, also als Heimat Asyl einfach entstanden ist, habe ich mir schon bereits Gedanken gemacht über das nächste Projekt. Das ist so ein Mechanismus bei mir. Wenn ich mit einem Projekt anfange, dann bin ich schon beim nächsten und beim übernächsten Projekt einfach. Und als ich dann festgestellt habe, dass eben Heimat Asyl für mich funktioniert, dass das Konzept aufgeht, da habe ich dann bereits beschlossen, okay, ich gehe jetzt das Thema Holocaust an. Und das war auch zu einer Zeit, ist ja gar nicht so lange her, da wo einfach auch politisch in Europa sehr viel passiert ist. Ja? Also die rechtsextremen Gruppen, Parteien sind ja immer stärker geworden, lauter geworden. Und ich wollte für mich einfach auch mit diesem Werkzeug der Fotografie einfach auch ein Zeichen setzen. Einfach. Zeigen, ne? Weil aufpassen. Ich bin ich bin keiner, der jetzt auf die Straße geht oder demonstrieren geht, sondern ich versuche natürlich das einzusetzen, was ich am besten kann, und das ist eben die Fotografie. Und mir wird oft nachgesagt, dass ich mit der Fotografie auch oder mit dieser Fotografie auch provoziere. Natürlich mache ich das, das ist gar keine Frage. Sind Sie ein politischer Mensch? Eher weniger. Also ich verfolge das natürlich, aber ich bin natürlich auch ziemlich erschrocken oder weiterhin erschrocken über die Entwicklung, die speziell auch in Deutschland stattfindet. Und sehen Sie das jetzt, sehen Sie diese Entwicklung als quasi der Ludwig Toscano, der Deutsche, oder als der Luigi Toscano, der so ein bisschen sagen kann, okay, ich bin ja nicht direkt dabei gewesen, gut, Mussolini und so Sachen, aber ich bin eigentlich Italiener. Ich habe so eine Draufsicht, oder sind Sie mittendrin? Das wäre zu einfach, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt der Italiener und ich habe mit eurem Deutschding nichts zu tun. Ja? Nee, also wir müssen es so sagen. Also ich bin offiziell italienischer Staatsbürger. Ich bin in Deutschland geboren und wenn Sie so wollen, ich kam noch nicht dazu, Deutscher zu werden. Ja, es ist einfach so, weil das einfach, ich könnte es jederzeit, das ist gar kein Problem. Und Fakt ist, ich fühle mich und
bin auch Deutscher sozusagen. Ja, also es ist, also da mache ich auch, also ich bin viel mehr Deutsch als Italiener, ja, weil Deutsch spreche ich einfach sehr, sehr gut, während beim Italienischen einfach ich einfach auch länger bräuchte sozusagen. Mhm. Und bei Ihrer Frage geht es ja auch darum, als was identifiziere ich mich? Mhm. Und das ist meine Identifikation, ja. Also das, wie gesagt, das andere wäre zu einfach zu sagen, hey, das ist euer Ding und damit habe ich nichts zu tun, sondern ich für mich habe beschlossen, okay, ich trage dazu bei und ich übernehme auch eine gewisse Portion an Verantwortung, wenn Sie so wollen. Ja, ja, und vor allem Engagement. Ich meine, dieser Bildband der Mannheimer Edition Panorama ist ja wirklich, wenn man so ein paar Bilder sich mal hier angucken kann, es sind lauter Porträts von Menschen, die eine Geschichte erzählen können, die viele nicht hören wollen, die man aber unbedingt hören muss und die auch ganz bewusst mit dem Text daneben geschrieben sind, der schwer zu lesen ist, damit man auch das langsam sich reinarbeiten kann. Da sind einige gar nicht mehr am Leben inzwischen, nicht? Aber das sind Geschichten und Gesichter, die man, wenn sie so übergroß sind auch dann und im öffentlichen Raum einem begegnen, die natürlich besonders ausdrucksstark sind, weil man plötzlich damit konfrontiert sind. Sie haben diese Ausstellung in Mannheim gemacht, Sie haben sie dann in den Park der Gedenkstätte von Babi Yar bei Kiew gebracht. Da muss man wissen, nicht jeder weiß die Geschichte, aber mit Babi Yar, das ist in dieser Schlucht, haben 1941 SS-Schergen fast 34.000 Juden in einem 36-stündigen Massaker erschossen. Und das ist natürlich eine Gedenkstätte in diesem Zusammenhang von einer ganz besonderen, von einem ganz Schwergewicht. Wir können ein paar Bilder mal zeigen, der Gedenkfeier, die damals war, ein Jahr her, ne? Genau, jetzt genau ein Jahr her. Können wir vielleicht mal kurz zeigen? Ich hoffe, ich darf ein Zeichen setzen mit dieser Ausstellung. Ich hoffe, es gelingt uns, in weitere Länder damit ausstellen zu dürfen. Und ich danke für Ihr Kommen. Wir haben gelernt und werden es nicht vergessen, dass es kein Nachdenken über die deutsche Schuld und die uns gemeinsame Geschichte geben kann, dass sich diesen Blick erspart. Da können wir wieder rausgehen, aber Sie haben gesehen, diese großflächigen Bilder, die wirklich als Galerie dort im öffentlichen Raum stehen und die natürlich diesen Weg besonders bezeichnen. Das machen Sie aber jetzt überall, auch an weiteren Plätzen. Sie waren im Osten der Ukraine, da ist ja schon wieder Krieg. Mhm. Das muss die Menschen doch enorm betroffen machen. Ist es auch so, ja. Also speziell in der Ukraine. Also ich war ja dort im Januar diesen Jahres, war ich dort, genauer gesagt in Dnipropetrovsk. Das ist unweit von, wenn Sie so wollen, von der Frontlinie sozusagen. Und es ist natürlich, man spürt es schon. Also es ist natürlich irgendwo bewegend, weil die Leute wissen tatsächlich, was Leid ist, was Leid bedeutet. Ja. Und sind furchtbar traurig, dass wieder ein Krieg herrscht, ja, dass es Krieg gibt. Und auch bei den zahlreichen Besuchern von der Installation kam ich ja mit vielen ins Gespräch, auch ehemalige, die ich ja auch porträtiert habe. Und das ist natürlich symbolisch ziemlich bewegend, also wenn Sie so wollen, ja, weil wie gesagt, einerseits dieses Leid, was sie schon erfahren haben, und jetzt das neue Leid, was jetzt quasi auch kommt, das ist schon, ja. Für den Künstler muss das ja eine besondere Herausforderung auch sein, sich dem immer wieder zu stellen. Aber sie produzieren ja ständig weiter. Also sie haben 200 Porträts davon. Sie sind, glaube ich, im Moment werden welche in Lemberg, auch in der Ukraine ausgestellt, im ehemaligen Lemberg. Der Weg geht weiter. Genau. Inzwischen arbeitet das Außenministerium mit Ihnen zusammen. Mhm. Wo sind die nächsten Stationen, die Sie planen? Also,
Im September bin ich wieder in der Ukraine, diesmal unweit von Kiew entfernt, weil dort habe ich, das nennt sich Pereljaslav, dort habe ich auch eine große Gruppe damals porträtiert. Und wir hatten einfach vereinbart, okay, wir bringen auch die Installation zu euch nach Pereljaslav. Parallel arbeite ich schon für die Vorbereitung in Berlin, die September, Oktober stattfinden soll. Zusätzlich arbeiten wir auch an den Vorbereitungen für Amerika. Das ist ziemlich spannend, weil im Januar soll es nach New York gehen bei den Vereinten Nationen. Und später Februar, März, April werden wir dann in Washington sein. Und aber Sie gehen auch da nicht in Museen, sondern Sie gehen zu den Vereinten Nationen. Also da müssen Sie ja nun auch eingeladen werden, dass Sie das machen können. Sie gehen in Washington, auch in den öffentlichen Raum. Das ist die Linie, die Sie konsequent fortsetzen. Absolut. Und das ist mir auch wichtig, weil ich habe festgestellt jetzt bei den Installationen, die ich jetzt gezeigt habe, dass unheimlich viele junge Menschen auch die Installation besucht haben und einfach auch die Möglichkeit haben, eine ganz andere Form der Auseinandersetzung stattfinden zu lassen. Ja? Und das berührt mich sehr, weil die Gespräche, die ich dann ab und zu mit den Jugendlichen führe, sind schon sehr spannend. Und ich merke einfach auch, da ist ein gewisser, es ist einfach eine andere Art der Geschichtsaufbereitung. Und mich erreichen gerade auch viele E-Mails von jungen Menschen, die jetzt vor kurzem hat mir ein junger Mann aus dem Saarland geschrieben, dass er durch meine Arbeit einfach auch sich inspiriert fühlt, auch einen Beitrag zu leisten. Er hat ein Denkmal gebaut, das hat er mir gezeigt. Mhm. Ja, und ich fand es toll. Ja, ich fand es toll, ein 17-jähriger Bub, der mich anschreibt, den Mut hat, mich anzuschreiben. Ja. Also schon bewegend. Ja, und ich habe beschlossen, dass ich dem auch helfen werde und ihn da auch... Wenn Sie nicht unterbrechen, wenn Sie jetzt aber das Konzept so fahren, dass Sie in Berlin im Haus der Wannsee-Konferenz, also lauter geschichtsträchtige Orte, die im Prinzip Auslöser oder Begleiter dieser Ergebnisse waren, wenn Sie das konsequent fortsetzen, dann muss man fragen, werden Sie dafür bezahlt, hilft man Ihnen finanziell, weil wenn Sie am Straßenrand Ihre Gemälde, Ihre Bilder aufstellen, da kann man nicht von reich werden. Ne? Nee, ist es, also der kommerzielle Aspekt ist da sehr niedrig. Also man muss schon verstehen, dass natürlich ich bekomme, wie jeder Künstler auch, Fördergelder, auf die er zugreifen kann. Also ich werde da auch nicht privilegiert oder aber besonders. Aber reich werden Sie jetzt davon auch nicht. Nicht wirklich. Also es ist halt so, es ist natürlich, es sind Prozesse, die man eingehen muss. Ja, es sind Verfahren, besprechen muss, beantragen muss. Und das ist manchmal schon sehr zäh, weil ich meine, wie Sie es schon gesagt haben, ich bewege mich ja im öffentlichen Raum. Und hinzu kommt noch, dass ich dann einfach auch Auseinandersetzungen habe mit Behörden, die mir das erstmal genehmigen müssen. Darf man das machen? Und ich muss dann auch die Sicherheit gewährleisten. Ja. Das ist manchmal umgekehrt auch ein guter Grund, um mir abzusagen, ja? Also um einfach nicht in eine doofe Situation zu kommen. Das ist ja eine unbequeme Ausstellung eigentlich. Absolut. Nee, man muss sich mit Sachen beschäftigen, die viele gerne abhaken würden. Und das ist natürlich dann, da kommt der politische Aspekt mit rein. Jedes Bild ist ja auch ein Ausrufezeichen. Absolut. Und gegen diese Widerstände kämpfe ich auch. Aber uns ist es eigentlich auch ganz gut gelungen, mit einem tollen Team einfach auch... Also wir haben gelernt, einfach auch damit umzugehen. Ja? Also wie gesagt, am Anfang war natürlich so eine Absage oder eine Absage für eine Förderung natürlich niederschmetternd. Ja? Die hat uns wehgetan. Aber heute ist es halt so. Dann hat man die Patenschaft, so die Schirmherrschaft vom Bundesaußenminister, damals noch Herr Steinmeier, oder die UN lädt einen ein, aber dann irgendwie der Dorfbürgermeister sagt, aber hier nicht. Da muss man dann schauen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses große Projekt, dieses internationale Projekt, das man vielleicht auch in Deutschland noch ein paar Mal zeigen müsste, dass sie das auch prägt. Aber ist das jetzt so, dass damit quasi der Weg auch so ein bisschen in so einen politisch-historischen
Blickwinkel ist, dass der da vorgegeben ist, oder haben Sie auch was ganz was anderes als Plan? Sie haben ein neues Studio, ein Studio oder ein Atelier jetzt in der, mhm, in der Mannemann-Neckar-Stadt. Genau, genau. Das, wie heißt das? Macaroni. Macaroni Art Space. Da kommt ja auch Humor durch. Ja, also wie Sie sehen, ich will natürlich auch schauen, also weil ich bin überzeugt, man muss einfach auch irgendwann mal loslassen bei dem Projekt, ja, weil bei dem Projekt, da habe ich sehr viel erlebt. Es mhm. ist, ich kann behaupten, es war, also ist mein emotionalstes Projekt. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, über 200 Protagonisten begegnet. Ich habe mir jede einzelne Geschichte angehört. Und immer wieder hat es mich also einfach ja, getroffen. Ja, emotional. Emotional. Und ich habe auch lernen müssen, erstmal damit umzugehen. Es gab eine Zeit, da ging es mir gesundheitlich nicht gut. Also ich habe auch einen Hörsturz bekommen und wusste jetzt nicht, wie geht man jetzt damit um mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Emotion, wie verarbeitet man das und. Und bis ich dann einfach einen Weg gefunden habe, damit umzugehen. Und jetzt ist es so, dass natürlich ist es auch eine Herausforderung, die Bilder auch, wenn Sie so wollen, wieder zurückzubringen sozusagen in die Länder, die ich auch bereist habe. Ja. Sie lassen ja die Ausstellung immer dann dort. Genau, also es ist... Sie bauen immer wieder neu, ja. Genau, also in der Ukraine ist es so, dort haben wir ein Paket geschnürt. Für Amerika sind wir gerade dabei, ein Paket zu schnüren. Und für Deutschland sind wir jetzt auch dabei, ein neues Paket zu schnüren. Und wie gesagt, meine Intention ist natürlich nach wie vor, das zu verfolgen, aber auch einen gewissen Abstand zu gewinnen einfach, weil ich möchte mich schon auf neue Dinge konzentrieren einfach auch. Jetzt im Zusammenhang auch mit der Neckarstadt West, wo ich ja schon seit Jahren mit der GBG auch zusammenarbeite, die mich da ja auch unterstützt und wir da jetzt gemeinsam auch was quasi an Start gebracht haben. Und das tut einfach auch gut, mal was anderes zu machen. Ja, einfach was anderes zu machen. Eine filmische Dokumentation der Ausstellung, der Interviews, kann man die erwarten? Genau, also wir sind quasi in den letzten Zügen. Wir haben, ich habe gemeinsam mit meinem Partner Christopher Bühler aus Stuttgart, haben wir jetzt soweit den Film fast fertig. Es sind jetzt noch ein paar technische Sachen, die wir angehen müssen. Was schön ist auch bei diesem Projekt, ist so, dass also einfach so tolle Verbindung einfach hergestellt werden. Ja. Also speziell jetzt nach Stuttgart, das freut mich einfach, weil ich Stuttgart mag einfach. Genau. Und wir jetzt quasi hoffentlich September, Oktober fertig werden. Und dann, der Film selber wird auf internationalen Filmfestivals gezeigt. Es gibt schon bereits die eine andere Anfrage. Auch wieder Ukraine hat da ein ganz besonderes Interesse. Und wir haben beschlossen, wir lassen es einfach laufen. Ja? Also wir haben gemerkt, dass das einfach die entspannteste Art ist, um auch mit Druck umzugehen. Ja? Und so haben wir das, ja, wird es auch seinen Weg gehen. Ja. Also ein interessanter Weg nach oben, ein großes Projekt als augenblickliche Krönung und auch Bestätigung, dass der Weg richtig ist und gleichzeitig aber eine Menge an Plänen und das Ganze in der Szene hier, auch in der Mannheimer Umgebung, in der Metropolregion. Luigi Toscano, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie hier bei uns waren. Weiterhin viel Erfolg und besten Dank. Vielen Dank. RNF Profil wurde Ihnen präsentiert von der Heidelberger Druckmaschinen AG. Unser Profil heißt Zuverlässigkeit, Qualität und Internationalität.